It's a secret and that I gotta keep it. But I want the lights on, yeah, I want the lights on. Oh, da sind wir zurück in Assassin's Creed Odyssey. So. Ein Kopfgeld wurde von uns ausgesetzt. Also, wir sehen hier Talos. Talos. Söldnermenü. Und wir sind Rang 1 und er ist Rang 5. Also, im Söldner-Ranking Rang 9. Jo. Top. Den Schnitzel mal weg. Level 1, Level 5, das macht sich gut. Und dann bringen wir mal zurück, ne? Müssen wir noch ein bisschen was tun. So. Neue Runde, neues Glück. Bisher lief ja alles relativ gut. Haben wir Horst? 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 Hab ich doch. Ach, halt X gedrückt. Ah, gedrückt halt. Ja. Gehen wir mal zu Doris. Ein bisschen Schulden eintreiben, ne? Doris, 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 Doris. Müssen wir hier längs? Kann ich den Kinder umreiten? Aber Schweine sind okay. Okay. Das Schwein. Sammy, Doris wird bei seinem Geschäft sein. Vermutlich doch, oder? Alter, verwinkelt hier. Seide! Alexios! Schön, dich zu sehen! Vielleicht nicht mehr. Hallo, Doris. Das Geschäft läuft wohl. Sag Markus, er soll selbst herkommen. Wenn er sein Geld will. Klar? Oh, aber jetzt bin ich hier. Ja, ich war ein wenig in Verzug. Aber jetzt behauptet Markus, ich schulde ihm das Doppelte. Wegen der Zinsen. Das kann ich nicht bezahlen. Jetzt ehrlich, hätte man sich kein Geld leihen sollen. Das hättest du bedenken sollen, als du dir die Drachmen geliehen hast. Aber meine Familie. Es ist heiß. Ich habe schlechte Laune. Und du wirst zahlen. Das wissen wir beide. Die Frage ist nur, was ich zuerst kaputt mache. Dich oder deine Waren. Sag Markus, dass ich bereits genug bezahlt habe. Ich fall doch nicht vor Söldnern auf die Knie. Oder vor jemandem, der dumm genug ist, sich Geld vom Zyklopen zu borgen. Vom Zyklopen? Damit hat er also das Weingut gekauft? Sieh mal, ich weiß, du verdankst Markus dein Leben. Und dass er dich damals als Kind von der Straße geholt hat. Aber du weißt, dass sein Vorhaben verrückt ist. Ja, ich gehe jetzt was mit Drachmen. Malaka. Trotzdem bist du ihm noch Drachmen schuldig. Sieh es ein. Sobald der Zyklop euch erwischt, werdet ihr beide tot sein. Oh, Moment. Also gut, ich zahle doch. Hör schon auf. Das geht doch. Schön. Das Geld gehört dir. Hau einfach ab. Eine Freude, mit dir Geschäfte zu machen, Doris. Nimm meinen Namen nicht in den Mund. Oh, ich will ja, nicht, bitte, dass der Zyklop zu mir kommt, wenn ihr eure Schulden nicht zahlt. Der war nicht so amused. Der Typ hier im Hintergrund, der hat die ganze Zeit irgendwie im Gesicht rumgeklatscht. Cooler Typ. Kira zurück zu Markus. Familie. Oh komm, ab geht's Horst, Junge. Ab geht er, Peter. Ja, Seite. Das Spiel ist irgendwie so cool. Hat so ein geiles Ambiente, finde ich so. Wenn wir das ausdrucken soll. Komm schon. Nein, okay. Und immer nur eben umgeschaut, was die so gibt. Obwohl, ich glaube, wir hatten doch gerade Banditendings gedöns bekommen, ne? Jo, Hammer. Na siehste, Basswiss ist farblich, alles abgeranzt. So wie wir. Ruhig. Okay. Genau, ruhig. So, die Kleidung, ich weiß nicht, kennt ihr Achilles? Das ist dieser komische Typ aus Troja, der die geile Idee hatte mit dem Pferdchen. Ja! Der sah genauso aus, also so schwarz gekleidet. Ja, Film spielt auch in derselben Zeit, ne? Altes Griechenland. Wo
trojanische Fähre, das ist vor genau um diese Zeit hier. So. Können wir mal hoch galoppieren. Wo ist er? Oh nö, da ist er unten. Oh, falsche Richtung. Aber hier gab es noch eine Kiste. Oder? Oh, stehlt. Der hat Schulden bei uns. Ein Jagdspeer? Lol. Level 4, toll. Kann man davon jetzt kaufen? Gut. Dann müssen wir halt runter. Leute, bitte. Komm schon. Hab mich verfahren, Navi stimmt nicht. Durch Wein wird ja eh nichts. Wenn er denkt, er hat ein paar Weintrauben, dann hat er Wein. Läuft bei ihm. Wenn er so denkt. Aber wie ich gehört habe, ist der Markus dafür verantwortlich, dass wir... Oh. Oh, ich dachte gerade, was ist das für eine große Frau? Eine Statue. Mensch, Hilfe. Ist der Markus dafür verantwortlich, dass wir noch leben, weil er uns auf einer Straße geholt, wenn ich das gerade so richtig vernommen habe. Stellt der Penner. Ja. Dir bleibt nicht mehr viel Zeit, bis dich der Zyklop holen kommt, Malaka. Er will sein Geld. Kann ich einen Aufschub haben? Wenn er zurück nach Kefalenia kommt, bist du tot, sobald er vor Anker geht, wenn du es dann nicht hast. Nun, bleiben wir zivilisiert. Du kannst dich nicht ewig hinter deinem Söldner verstecken, Markus. Er bringt dich, den Krieger und dieses rotznäsige Mädchen um, das immer bei dir ist. Natürlich, kein Problem. Ich besorge die Drachmen. Gut, sonst sehe ich zu, wie der Zyklop dich an seine Ziegen verfüttert. Ah, Alexios, das Strahlen in deinem Gesicht sagt alles. Duris hat dir die Drachmen bezahlt. Wer strahlt denn? Ich habe gerade erfahren, woher du die Drachmen für das Weingut hast. Hast du jetzt völlig den Verstand verloren? Wir können uns das Geld zurückholen, oder? Das müsste doch möglich sein. Können es versuchen, wa? Das wird nicht einfach. Und es ist unsicher, ob es funktioniert. Und doch haben wir keine andere Wahl. Dann hilfst du aber gefälligst mit. Ich mach die Drecksarbeit nicht alleine. Oh, mir fehlt die gute alte Zeit. Erinnerst du dich? Alles war einfach. Du hattest nichts, so klein und allein. Und ich hatte alles. Ich habe dir die Welt geschenkt und Kefalenia in deine Hände gelegt. Oh. Cassandra! Cassandra war seine Schwester, ne? Schiff sieht aber nicht so sicher aus. So ein kleines Ruderbootchen hier. Ja, wie gesagt. Der wird jetzt richtig schön durchgeschüttelt. Solche Fische werden nicht jeden Tag angespült. Oh. Hungrig? Ich schlag dir ein Geschäft vor. Ich tue etwas für dich. Du tust ein paar Dinge für mich. Alle gewinnen. Besser wird es nicht. Hm? Denk drüber nach. Warte! So haben sie sich kennengelernt, also. Markus und Alexios. Kefalenia. Schönes Geschenk. Du
warst nichts ohne Markus. Und sieh nur, wie weit du es gebracht hast. Vom Waisenkind auf der Straße zum Söldner mit einer Hütte. Und das will uns der Zyklop alles wegnehmen. Ich kann dich nicht ewig vor ihm schützen. Er wird mich auch umbringen. Ach, hab doch keine Angst. Sieh dich an. Wie könnte ich es mit ihm aufnehmen? Mit welcher Waffe? Einem rostigen Speer? Einem kaputten Bogen? Da bist du ja. Du kannst mir nicht entgehen, indem du um den Tempel herumschleichst. Drusilla! Ich sprach gerade von dir. Das ist ja ein schöner Name, ja. Drusilla. Ich brauche das Holz, Markus. Die ganze Insel wird über die neuen Bögen sprechen. Aber ich kann nichts machen, wenn diese Malakes die Holzlieferungen aufhalten. Natürlich nicht. Deshalb habe ich gerade meinen Freund Alexios in die Einzelheiten eingeweiht. Er hat auch schon einen Plan gegen diese Banditen. Oh, du kennst mich. Ich bin immer vorbereitet. Was habe ich gesagt? Er wird jeden Stein umdrehen. Es ist mir egal, wer es tut, aber jemand muss diese Banditen töten. Heute noch. Eine prächtige Idee. Die junge Frau. Ich muss leider nach Hause. Naja, Junge. Alexios, ich habe einen Plan für unser Zyklopendilemma. Komm zu mir, wenn du Zeit hast. Wenn du dein Holz willst, musst du zuerst meinen Bogen reparieren. Ich bezahle sonst nur, wenn die Arbeit getan ist, aber so langsam wie es vorangeht, folge mir. Diese Bögen machen mich reich wie Krösos. Sie scheinen wohl sehr gut zu sein. Ein Krieg droht. Die Athener brauchen gute Bögen, wenn sie Sparta aufhalten wollen. Und alle gewinnen. Wer bist du? Etwa Markus? Du solltest diesen Kleinkram hier aufgeben. Dieser Krieg kann dich reich machen. Und ich habe gehört, du bist in Wahrheit aus Sparta. Das ist lange her. Jetzt lebe ich auf Kephallenia. Gib ihn mir. Boah. Wieder mal tot. Bitte schön, so gut wie neu. Der Bogen ist so stark wie Herakles persönlich. Probier ihn aus. Schieß einen Pfeil auf diese Puppen. Meine Pfeile bitte? Oh, Levelaufstieg, Junge. Wow. Wir haben gerade. Warte mal. Okay. Jäger, würde ich sagen, besserer Bogen. Müsste jetzt viel aus dem Hinterhalt machen. Wir level mal Attentäter. Jo. So, dann haben wir mal den Bogenschalt. Besorgst du mir jetzt mein Holz? Diese verdammten Banditen brauchen eine Abreibung. Ich halte die Banditen auf. Ich löse dein Holzproblem. Na endlich! Markus hat Glück, dich für die Drecksarbeit zu haben. Nicht so frech. Ich kümmere mich um die Banditen. Ich bitte darum und möglichst schnell, wenn es geht. Komm einfach hier. Durch dein Gejammer geht es auch nicht schneller. Ich töte die Banditen und besorge dir dein verdammtes Holz. Natürlich machst du das. Lass dir nur Zeit, ich vertraue dir. Ich habe etwas für dich getan, nun tust du etwas für mich. Hol mein Holz. Ja, ich lass mich nicht immer so anpöbeln. Haben wir mal zurückgepöbelt. Haben wir mal den Schlong auf den Tisch gehauen, wo man fährt. Jo. Okay. Muss man hin. Aber wir dürfen nicht vergessen, haben wir so einen Kopfgeldjäger am Hintern, ne? Müssen wir erst mal gucken. Ich in mein Holz. Wo müssen wir hin? Und los. Keine Ahnung. Ach, da unten. Gut. Platz da, Mensch. Gehen Sie mal streifen oder was? Ah, Schweigen gehabt. Uschi. Bin ich da? Gehen wir mal am Berg los. Hallo. Hier kam es zu dem Hinterhalt. Ich sollte mich umsehen. Geh dich mal. Ziemlich viele Fußabdrücke. Eine Gruppe ist von hier aus nach Westen aufgebrochen. Westen, Westen, Westen. Hier. Das Westen. Der Karren wurde leergeräumt und liegen gelassen. Da ist der scheiß Kopfhörjäger. Oh nee. Der kann mit der Fracht nicht weit gekommen sein. Die Kavallerie, der ist noch...
Der ist noch viel zu hoch für uns. Auf der Flucht erschossen. Das waren mit Sicherheit Banditen. Igoros doch nicht jetzt, Mann. Da habe ich einen Kopfgeldjäger am Hintern kleben. Mal gucken, erstmal hier hinten. Ich sehe ja diesen kleinen Halbkreis hier. Da ist der Penner. Söldner. Kiste. Eine Kiste. Und der Gegner aus, wa? Schläger. Und der Typ hat Bock. Auf mich. Okay. Hab verstanden. Ja, ich will auch nicht Ikaros. Ich will auch mal hier die Kiste holen, ne? Gehen wir mal schön den Penner da aus dem Weg. Lalala. Schön von hinten. Zum Holz. Ich sollte mich hier nicht erwischen lassen. Im Sperrgebiet, siehst du? Wow, mehr aus der Kiste nicht, oder was? Dann kriegt man hier geilen Stuff oder so. Scheiße. Wo können wir da rausgehen, oder? Nein, nicht heute. War ja nichts. So. Gibt's anscheinend in der Bude hier noch was? Boah, ich glaube stehlen ist nicht so geil. So. Schnell weg, schnell weg. Und abgeschlossen. Der Typ läuft aber auch immer so da in die Richtung, wo ich hin will. Ja, Ikaros machen wir gleich. Anscheinend denken wir da unten sind die Banditen. Richtig? Oh ne, ein paar Ziegen. Aber ich soll Ikaros rufen auf bestimmten Grund. Gucken wir mal eben. Ikaros. Sauber sein, oder? Tatsache. Kiste? Boys? Das muss das Banditenlager sein, das ich suche. Ja, könnte sein, ne? Da ist noch jemand, da ist noch jemand. Da ist eine Ziege. Hm? Oh, Wölfe. Also Fähigkeit, hab doch keine. Toll. Wo ist der Boy? Unser Kopfgeldjäger? Ja. So, wenn ich ihn nicht sehe, ist er nicht in der Nähe und das ist am besten. Weil ich erzähle das mal so, wenn jemand, wenn irgendwas ein Level über dir ist, kriegst du voll auf die Fresse. Und da ich ein ganz großes Stückchen über den drüber bin. Ja, hab ich schon verstanden. Konnte ich mir schon denken, wo wir hergekommen sind. Kommst doch bestimmt her, oder? In dem großen Busch kann man sie verstecken. Huch! Was ist das denn? Das ist doch menschengemacht. Menschengemacht, ja? Könnte hinhauen. In dem Busch sieht dich keiner, du machst noch Nickerchen. Hinten war noch nichts, oder? Soll ich mal ein bisschen plündern? Um sie dir ein Glas. So. Gut, da kommt er ja zurück. Easy. Nicht gehört oder was? Hallo? Komisch. Ich sollte da mal nachsehen. Wäre eine Option, musst du aber auch nicht, ne? Komm her, Schnecke. Huh.
besser nachsehen. Wieso machst du das nicht? Hier ist nichts. Hast du ja auch voll nachgeguckt. Schön plündern hier. Oh, okay, Busch. Beschissene Flammen. Nein! Geht aus, verdammt! Nein! Wie geht denn das? Wo steht denn die Falle hinter mir? Oh, knapp. Alter! Oha, oha, oha. Die meisten werden links. Stehen geblieben. Knappe Kacke. Oh fuck, das hat noch nicht gereicht. Hilf! Geh doch nicht auf den Baum, bitte! Ich glaube, wenn das Feuer rein, auf einmal stehen alle hinter mir. Geil. Dann lass das Vieh mal angreifen. Wir machen den mal im Kalt. Oder Apfel. Was Tolles. Ich sollte etwas Holz als Beweis mitnehmen. Der Alten wird mein Wort nicht genügen. Okay. Gut, haben wir aber alles soweit, ne? Oh, war ja noch eine Kiste. Oh, mach dich weg, du Hund. Bist du auch? Oh, wir sollten plündern. Gibt's hier noch was? Ah, eine Kiste. Verlenisches Holz. Da gab's noch was Neues. Level 2, ja. Kann man die verschrotten, ne? Jawohl. Ist auch was Cooles? Ein Pferd. Ach echt. Aber der Speer sieht interessant aus, ne? Ah, oh, schade. Ja, ich hab einen Speer, weiß ich. Im Inventar ist ja ein bisschen Gemüsehändler. Brot, das ist das Brot, was ich gekriegt habe von dem. Questgegenstände, das Holz, okay. Gut, dann müssen wir eben noch zu... Oh, wie hieß er? Drusilla. Weil da gibt's noch was zu plündern. Weil, ich denke mal, gibt ja nicht Hallo umsonste Währung in dem Spiel. Der Typ sieht nicht gefährlich aus. Ne, ist auch nicht. Oh, moin, moin. Gib mal die Plörre her hier. Ausgefallene Halskette. So. Horst holen? Was reiht der sich verfügbar? Wurst. Wo muss ich hin? 300. Mich im Fiebel klettert. Oh, ich bin gerade erschrocken. Ich fliege bei mir auf dem Arm gelandet. Ey, Hilfe. Hab hier die Hose geschissen. Da ist er. Komm hoch, Junge. Geht ab. Ella.
gehst du ab wie eine Bergziege. Oben kann man synchronisieren, oder? War doch in jedem Assassin's Creed so eigentlich. Was in die Hose gekackt? War das? Hat so geglänzt? Wo war's? Da irgendwas hat geglänzt. So wie... Als ob ich das... Was der Strauch? Ja, nicht? Olivenholz. Okay. Also, ein richtiges Far Cry hier. Heftig. Was wollen? Scheint so, wa? Sieht aber nicht nach Kuchenbacken aus. Oh ja. Immer dieses Leder. Hat die, der hat dich jetzt durchsucht, ne? Jawohl. So, dann gehen wir mal zur Synchro. Wenn das hier ist, oder? Hey, hier ist doch so ein Zeichen über mir, dieses... Das heißt Blitz, Ort zu synchronisieren, siehst du? Tata. Hab ich doch recht gehabt. Oh komm, durch die Arschbacken. Oh, der Lümmel. Kann man durch die Arschbacken klettern? Also, nee, kann man nicht. Man kann aber unter dem Hoden rumtanzen. Auch was Gutes. Ja. Die Aussicht, Junge. Was ist da unten passiert? Ey, da unten gab's Bohnen. Jemand hat die öffentliche Toilette genutzt, da wie Junge. Kommen wir bestimmt noch zu einer Quest. Vermute ich. Irgendwie hat er... die runterfallen. Ja, 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 ja. Alter. Junge. Digga, ich mache Abgang hier. Synchronisieren. So, machen wir einen schönen Adlersprung. So. In dem Busch. Wow. Ahoi Brause. So, was müssen wir jetzt machen? Hast du mal was entfernt? Wenn es doch geht. Wo ist es? Horst? Horst, wo bist du? Horst? Oh, hier vorne, oder? Mal da unten ein Stück mal laufen. Uiuiui. Das wollte ich gar nicht. Und wenn jetzt irgendwas kommt, wir werden direkt angegriffen, wir werden tot. Kommt Wolf um die Ecke, dann wechseln wir. Drusilla sprechen. Ah, oh, Marcos Gehilfe, du hast hoffentlich mein Holz dabei. Gehilfe? Wohl kaum. Ich meine Marcos starker Arm. Wie dumm von mir. Das sollte die Zeit überbrücken, bis der Rest des Holzes hier ankommt.
Bei den Göttern. Arbeitest du wirklich mit Marcos? Er hat noch nie ein Versprechen gehalten. Unglaublich. Ich arbeite vielleicht mit ihm, aber wir sind uns nicht sehr ähnlich. Ich halte mein Wort. Dann nimm das Geld und gib Marcos nichts ab. Fies. Nichts abgeben. Ich hab mein Holz. Level 3. Schick. Auf Fähigkeitspunkt. Abgeben. Mit U war das richtig hier. So, machen wir noch Fähigkeitsbogen, dann ist die Folge erstmal wieder zu Ende. Nee, wir machen mal das Ding, das hier. Ja, ich weiß, wie es läuft. Legen wir das bei das. Genau. So, die Folge erstmal wieder am Ende. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Assassin's Creed Odyssey. Bis dahin, liken, kommentieren, wenn euch das Shit gefallen hat. Auch abonnieren, also tschüss. Turning, fear the dark.